Der ungewöhnlichen Kälte und dem Schneefall trotzend, versammelten sich in Nürnberg bereits zum 5. Mal Christen unterschiedlichster Denominationen. Unter dem Motto One with them setzten sie ein Zeichen der Einheit mit den verfolgten Christen weltweit. Benjamin Taghavi, selbst aus dem Iran geflohen, berichtete von der Situation in seinem Land. Leider gibt es bei uns im Moment weder Meinungsfreiheit noch Religionsfreiheit. Bei uns, wenn jemand sich aus irgendeinem Grund dafür entscheidet, in Jesus zu leben, muss man seinen Glauben immer verdecken und darf nicht freizügig ausrufen, dass ich in Jesus lebe. Als Redner mit dabei Volker Kauder, Bundestagsfraktionsvorsitzender der CDU-CSU. Wenn wir nicht mehr davon sprechen, dass die Christen die am meisten verfolgte Religionsgruppe sind, wird niemand mehr davon sprechen. Und dann werden diese Menschen vergessen. Als ich vor einigen Jahren wieder einmal die koptischen Christen in Ägypten besucht habe, habe ich deren Papst gefragt, was kann ich jetzt noch für sie tun? Und dann hat er gesagt, Sie in Europa glauben ja nicht mehr so richtig an die Kraft des Gebetes, habe ich den Eindruck. Aber ich sage Ihnen, jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten. Beten Sie für uns, das ermutigt uns, weil wir wissen, dass wir nicht vergessen sind. Und dies kann jeder von uns tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland, erinnerte an die Verantwortung der Christen im Westen. Wir sind eben nicht zwei Gemeinden Jesu. Es gibt nicht zwei Teile. Die eine Gemeinde Jesu im Urlaub und die andere in Verfolgung. Wir sind immer nur eine Gemeinde und wir sind Teil der verfolgten Gemeinde. Was können wir tun, um unseren verfolgten Glaubensgeschwistern zu helfen? Zuerst ist es wichtig, dass wir informiert sind. Wenn wir nicht wissen, wie es ihnen geht, und das idealerweise aus erster Hand, wie wollen wir dann gezielt für sie beten? Ich möchte das für alle NGOs sagen, die hier mitwirken. Wir haben direkten Kontakt zu diesen Menschen. Und es ist wichtig, dass ihr euch darüber informiert, dass ihr unsere Materialien nehmt, dass ihr nachlest, was ist im Moment gerade los. Wir müssen wissen, wie es unseren verfolgten Geschwistern geht. Und dann können wir auch effektiv helfen, dann können wir auch für sie beten. Und das ist das, was ihnen wichtig ist. Sie wollen gehört werden. Sie möchten, dass die Botschaft, die sie uns weitergeben, dass wir sie weitergeben, hier, jetzt, wie hier heute, und dass ihr für sie betet und für sie weiter einsteht. Nicht nur an einem Tag im Jahr, ein Gedenktag für verfolgte Christen, sondern dass sie ständige Begleiter in unserem Gebetsleben sind, in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten, dass sie dort einen Platz haben, weil wir zu ihnen gehören und sie zu uns. Aber wir müssen uns wieder bewusst werden als Christen, wer wir in Jesus sind. Ich glaube, dass wir zu viel nach Politikern rufen manchmal und sagen, die Politiker müssen das richten, die großen Kirchenleiter müssen es richten. Nein, wir können es richten. Wir können unseren Einsatz persönlich verstärken. Zum Abschluss der Kundgebung beteten die Teilnehmer in zahlreichen Gebetsgruppen für verfolgte Christen weltweit. Und mit einem gemeinsamen Gebet endete diese Veranstaltung auf dem Platz der Menschenrechte. Wie Sie selbst für verfolgte Christen aktiv werden können, dazu finden Sie Informationen auf unserer Webseite www.opendoors.de/aktivwerden. Sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich.